Es gibt auch in diesen Tagen immer mal wieder gute Nachrichten, die allerdings kaum wahrgenommen werden, da doch einige große Quartalsberichte aus den Vereinigten Staaten von Amerika nicht ganz so gut ausgefallen sind wie erwartet. Aber zu den guten Nachrichten gehört der GfK-Konsumklimaindex für den Monat November. Der ist nämlich gestiegen von zuletzt im Monat Oktober 6,1 Punkte auf 6,3 Zähler. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 5,9 Punkten gerechnet. Aber das konnte dem DAX nicht helfen. Einzige Gewinner zurzeit im deutschen Leitindex sind die Aktien von SAP mit einem Aufschlag von 0,7%, Adidas 0,2% und Continental ebenfalls 0,2%. Alle anderen liegen im Minus, weil wir eben gestern doch nicht so gute Quartalszahlen bekommen haben, vor allen Dingen von Amazon, Apple, Canon und auch Samsung. Wir schauen uns kurz mal die Amazon-Zahlen an. Hier gab es nämlich beim weltgrößten Internethändler erstmals seit mehr als 5 Jahren einen Quartalsverlust. Der lag bei 274 Millionen US-Dollar, nachdem es im vergangenen Jahr noch ein Gewinn von 66 Millionen US-Dollar war. Der Umsatz ist allerdings geklettert um 27% auf 13,8 Milliarden Dollar. Der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft fällt bei Amazon skeptisch aus. Der Wettbewerb ist hart. Vor allen Dingen die großen Konkurrenten Target und Best Buy machen Amazon hier zu schaffen. Dennoch wolle man kräftig investieren in Technologie, in Infrastruktur und digitale Inhalte. Die Amazon-Aktie dennoch im Minus mit 4,1% geht es nach unten auf 168,50 Euro hier an der Börse Stuttgart im Moment. Apple hat man nicht so richtig herausgefunden, ob man es nun gut finden soll oder nicht. Es gab durchwachsene Zahlen, so will ich es mal sagen. Der Umsatz, der stieg um 27% im abgelaufenen Quartal auf 36 Milliarden US-Dollar. Allerdings hat man weniger verdient als erwartet. 24% stieg der Gewinn auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Das iPad verkaufte sich im vergangenen Quartal nicht ganz so gut wie erwartet. Dafür wurden mehr iPhones abgesetzt. Auch hier fällt der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft eher etwas zurückhaltend aus. Die Apple-Aktie selbst aber nur mit 0,7% im Minus bei 469 Euro im Augenblick. Eine Gewinnwarnung gab es von Singulus. Dort wurden die Jahresziele einkassiert. Außerdem will man weitere Arbeitsplätze abbauen. Die Singulus-Aktie verliert 7,8% aktuell auf 1,28 Euro. Naja, und der deutsche Aktienindex, der liegt letztlich jetzt bei 7.162 Punkten mit 37 Zählern oder 0,5% nochmals im roten Bereich. Der ein oder andere Derivateanleger hofft aber auf steigende Kurse im weiteren Tagesverlauf.